Für wie viele Dinge gibst du noch regelmäßig Geld aus, die dir eigentlich nicht wirklich was bringen? Wie viele RAM-Schubladen hast du und wie viele Dinge besitzt du, die du im letzten Jahr eigentlich nicht wirklich benutzt hast? Bei mir gab es davon früher wirklich sehr vieles, aber meine Krankheit hat das alles irgendwie in ein neues Licht gerückt. Weil wenn der Körper nicht mitspielt, dann relativiert sich eigentlich alles andere im Leben auch irgendwie. Und das hat unter anderem darin resultiert, dass ich einige Dinge komplett aus meinem Budget gestrichen habe. Und welche das sind, darum geht es heute. Ich habe die unterschiedlichen Posten in fünf unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. Einerseits, weil ich finde, dass es dadurch leichter zu verfolgen ist, und andererseits, weil ich mir dachte, dass es vielleicht dir auch hilft, falls du über die einzelnen Bereiche nochmal reflektieren willst oder dich genauer damit auseinandersetzen willst, was denn deine Situation in den jeweiligen Bereichen ist. Deswegen würde ich direkt mal mit dem ersten Bereich starten, und das sind Lebensmittel und Haushalt. Wenn du mein Video zum Thema "So ernähren wir uns" bzw. "Wie wir von 5 Euro am Tag für Lebensmittel pro Person leben" gesehen hast, dann bist du in dem Bereich, gerade wenn es um Essen geht, schon ein bisschen informiert, beziehungsweise weißt schon ein bisschen, wie das bei uns läuft. Ansonsten jetzt nur ein kleiner Snippet davon. Beispielsweise geben wir für Snacks und Getränke eigentlich quasi nichts mehr aus. Also Snacks im Sinne von der Riegel oder sowas für zwischendurch. Wenn wir was zwischendurch brauchen, dann weiß ich das meistens im Vorhinein und koche dann am Abend vorher mehr, weil es bei mir sehr vorhersehbar an die Periode geknüpft ist. Und in der Kategorie Getränke ist es beispielsweise so, dass wir eigentlich quasi keine Säfte mehr kaufen oder Softdrinks oder ähnliches. Wir haben die sporadische Sprudelflasche da, weil unsere Gäste meistens Sprudelwasser trinken. Für uns gibt es ansonsten aber eigentlich nur Leitungswasser, und damit sind wir auch total zufrieden, zumal das sowieso die gesündere Variante ist. Dann beispielsweise bauen wir relativ viel selber an, und da ist eine Kategorie eben italienische Kräuter. Das ist auch die einzige Kategorie, wo wir wirklich voll Selbstversorger sind. In den anderen Bereichen haben wir es noch nicht komplett geschafft, aber italienische Kräuter sind wirklich super easy anzubauen. Es reicht schon so ein kleiner französischer Balkon, wo man sich so ein paar Dinger dranhängen kann. Die sind einfach zu handeln, brauchen relativ wenig Wasser, relativ wenig Pflege, und man kann sie sich auch trocknen und dadurch eben auch den Winter durch benutzen, ist günstiger und gesünder. Das nächste Ding, wofür ich eigentlich kein Geld mehr ausgebe, ist Deko. Ich habe da im Rahmen meiner Krankheit ohnehin gemerkt, dass ich relativ schnell von Deko-Elementen überfordert bin. Meine Krankheit ist so gewesen, dass ich eigentlich bei zu viel Reizüberflutung für nicht mehr wirklich was zu gebrauchen war. Und glücklicherweise ist unsere Wohnung sowieso schon so aufgebaut gewesen, dass wir relativ viele gerade Linien und leere Flächen haben. Aber diese leeren Flächen habe ich halt, wie gesagt, oft mit Deko gefüllt. Und das mache ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr, weil es mich auf der einen Seite überfordert, nochmal Zeug da stehen zu haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist auch Geld, was ich mir ganz gut sparen kann. Und wenn wir in Deko-Zeiten kommen, wie ja beispielsweise die Weihnachtszeit ist, dann mache ich das Zeug eigentlich immer selber. Also unseren Adventskranz, nicht aber Weihnachtskranz, unseren Adventskranz. Klar, okay, ich kaufe die Kerzen, aber alles andere drumherum mache ich eigentlich komplett selber. Sammle ich dann draußen in der Natur Tannenzweige und Steine und richte das quasi hübsch her mit Zweigchen. Und das ist so ein bisschen auch eine Form von Me-Time. Deswegen Deko mache ich eigentlich, wenn es das dann überhaupt bei uns gibt, selber. Auch passend in die Weihnachtszeit beziehungsweise jetzt in die Geschenkezeit ist Geschenkpapier. Wir kaufen eigentlich kein Geschenkpapier mehr. Wir recyceln die Geschenktüten, die wir bekommen. Also die werden bei uns gelagert und halt dann für die nächsten Geschenke wieder benutzt. Oder ich lager auch das Packpapier, was, wenn wir was online bestellen, eben mit dazukommt. Also halt dieses braune Papier, was da drumherum ist, und mal das dann in irgendeiner Form an. Sei es auch nur mit so kleinen Kringeln oder so, einfach damit es noch ein bisschen hübscher ist. Ist für mich eine Form an händische Beschäftigung, beispielsweise wenn ich telefoniere oder sowas. Aber andererseits ist halt auch so, dass wir halt, also dieses ein Papier zu kaufen, nur um es aufzureißen und dann wegzuschmeißen, finde ich halt irgendwie schade drum. Und das Geschenkpapier haben wir
Also das Packpapier haben wir sowieso und ich finde, das kann auch ziemlich, ziemlich cool ausschauen. Besonders wenn man es auch irgendwie ein bisschen personalisiert, dann ist es eigentlich fast charmanter als Geschenkpapier. Nächster Bereich ist Handwerker bzw. selber machen. Also außer natürlich sowas wie Elektriker und Sanitär machen wir eigentlich alles im Haushalt an Reparaturgeschichten selber, sei es, also ich mache beispielsweise auch Lampen selber und damit meine ich nicht die Glühbirne wechseln, sondern die Lampe komplett selber bauen. Oder jetzt neulich war unsere Spülmaschine kaputt, die haben wir auch selber repariert. Oder sämtliche größere Baugeschichten. Also in der letzten Wohnung habe ich unsere Garderobe komplett selber gebaut, weil unser Flur war sehr schmal. Ja, und einerseits macht es mir total Spaß, das Zeug selber zu machen. Das ist natürlich auch gut, wenn man dann das händische Geschick dafür hat. Andererseits spart es natürlich eben auch Geld, das Zeug selber zu machen. Und beispielsweise streichen und so, sollte man das aus der Hand geben, kann ja schon auch schnell ins Geld gehen. Nächster Bereich, und da gibt es eigentlich nur ein Ding drinnen, ist Transport. Und so wie wir leben, beziehungsweise wir leben im Umkreis von München, kommen wir eigentlich nicht um ein Auto drumherum. Weil wenn wir mit den Öffentlichen beispielsweise zu unseren Eltern fahren würden, dann wären das 1,5 Stunden einfach. Und das, obwohl die auch in München wohnen. Und dementsprechend haben wir ein Auto. Und wir hatten lange Zeit einen Leasingwagen, weil mir das früher relativ wichtig war. Das lag zum einen daran, dass ich dadurch, dass ich Maschinenbau mit im Studium hatte, also das ist im Grunde eine Form von Wirtschaftsingenieurstudium, also TUM BWL, das heißt ein bisschen Maschinenbau war immer mit dabei. Und ich aus einer relativ autoaffinen Familie komme, war das bei uns immer ein großes Ding. Aber gerade wenn man nicht damit in die Arbeit fährt, beziehungsweise das eigentlich ein reines, ja, von A nach B Transportmittel pragmatisch gesehen ist, dann brauche ich das eigentlich nicht, dass das irgendwie besonders aussieht. Und jetzt haben wir ein 15 Jahre altes Ding, sparen uns dadurch ordentlich Geld und es tut, was es soll. Und das passt eigentlich für uns auch so. Man muss jetzt nicht irgendwie super fancy noch irgendwie Lichter oder Anschlüsse oder sonstiges haben. Wir sind damit total zufrieden. Dann Kategorie Lifestyle-Ausgaben. Das klingt jetzt für manche vielleicht ein bisschen schräg, aber wir haben keinen Fernseher. Wir hatten lange einen Beamer, der ist dann irgendwann kaputt gegangen. Und dann haben wir ihn einfach nicht ersetzt. Und inzwischen brauchen wir es eigentlich auch nicht. Also wenn wir was gucken wollen, dann schauen wir es auf dem Laptop. Ich habe einen relativ großen Laptop, da geht das ganz gut. Und wir gucken sowieso nicht so super viel fern. Und für uns passt das eigentlich ganz gut. Und wir planen eigentlich auch nicht, das jetzt dann demnächst zu ändern. Dann nächstes Ding ist, dass wir kein Geld für ein Fitnessstudio ausgeben. Wir haben so Handhanteln zu Hause und diese runden Dehnbänder. Das reicht mir an Equipment vollkommen und mein Mann ist damit auch total zufrieden. Und gerade jetzt, seit der Hund ja auch bei uns ist, ist eigentlich meine Sportauslastung sowieso, hat sich damit erledigt. Also Fitnessstudio sparen wir uns, ist auch wieder ein großer Batzen, der eigentlich damit komplett wegfällt. Dann nächster Bereich ist Kosmetik, Mode und Co. Und da glaube ich, ist bei mir eigentlich die größte Veränderung gewesen. Ich habe früher relativ viel Wert auf dieses ganze Zeug gelegt, was nicht heißt, dass es mir jetzt egal ist, aber mein Fokus hat sich ein bisschen verändert. Gerade wenn man nicht das Haus verlassen kann und der Körper sowieso nicht mitmacht, dann ist ja so ein äußeres Thema sowieso nicht ganz so wichtig. Und das hat sich danach eben gehalten. Beispielsweise schneide ich meine Haare und die Haare meines Mannes selber. Also wir gehen nicht zum Friseur. Ich war das letzte Mal vor der Hochzeit und klar, okay, wenn ich mir jetzt hier beschließe, alles einmal abzuschneiden auf Kinnlänge, dann würde ich dafür tendenziell schon zum Friseur gehen. Aber ich mag meine langen Haare und die meisten merken sowieso nicht, wenn ich sie schneide. Also passt das für mich vollkommen. Dann gebe ich auch kein Geld mehr für beispielsweise Abschminkprodukte aus. Ich habe eine große Seife, die habe ich jetzt 1,5 Jahre, ist noch irgendwie zu 4/5 voll, wird tendenziell noch eine ganz schöne Weile reichen.
Und das ist so eine ganz normale Gesichtsseife, also auch nichts extra für Abschmink. Funktioniert vollkommen, tut, was sie soll, bin damit sehr zufrieden. Funktioniert vermutlich auch so gut, weil ich sowieso eigentlich mich sehr simpel schminke. Also ich habe 3 Standardprodukte, das ist mein Concealer, mein Kajal und meine Wimperntusche. Dementsprechend ist auch der nächste Bereich, ist, dass ich eigentlich quasi kaum was für Schminke ausgebe. Ich habe auch wieder mich dafür die Hochzeit ein bisschen ausgestattet und das Zeug benutze ich quasi nie. Das heißt, es wird mir bis zum Ende meines Lebens ungefähr reichen. Und beispielsweise jetzt besondere Lippenstifte oder sowas, habe ich auch früher gerne mal einen schönen Lippenstift gekauft oder irgendwie außergewöhnliche Lidschattenpaletten oder so. Fällt komplett weg, ist eigentlich, juckt mich nicht mehr so wirklich. Lieber nutze ich mein Papier und meine Stifte als Leinwand anstatt mein Gesicht. Und das hat sich auch zumindest jetzt für die Hautunreinheiten bezahlt gemacht. Und dann letzter Punkt im Bereich Mode, Kosmetik und Co. sind Klamotten bzw. Markenklamotten. Ich habe früher relativ viel Wert darauf gelegt, habe mir beispielsweise, ich glaube in meinem 2. Studiumssemester oder so, so eine fancy Manteljacke von Hugo Boss gekauft. Ich war damals auch in einem Milieu unterwegs, wo Marken eine relativ große Rolle gespielt haben. Und das hat sich aber für mich, also ich wollte halt dazugehören und dementsprechend habe ich Marken auch gewertschätzt, aber inzwischen lege ich darauf wirklich gar keinen Wert mehr. Und ja, ich trage den Mantel, aber nicht so, beziehungsweise ich trage die Sachen schon, die ich mir damals auch gekauft habe, aber nicht so, als dass ich sagen würde, ich müsste davon jetzt weitere kaufen. Und es gibt mir einfach nicht das, was viele für sich selber aus dem Thema Markenklamotten ziehen. Und dementsprechend plane ich auch gar nicht, das wieder anzufangen. Wenn dann eher so entweder selbstgemachte oder Secondhand-Sachen, die ich dann für mich selber anpasse. Sowieso ungefähr 70% meines Kleiderschranks bestehen aus durchgereichten bzw. weitergegebenen Klamotten. Und die nähe ich mir dann in irgendeiner Form zurecht oder schuster die zusammen oder irgendwas. Und das passt für mich vollkommen. Meine letzte Kategorie ist die finanzielle Kategorie. Und da gibt's eigentlich nur den Bereich Versicherungen. Und wenn du mein Video zu dem Thema Notgroschen gesehen hast, dann weißt du, dass für uns der Notgroschen als eine Form der Versicherung fungiert. Das heißt, sowas wie Handy oder derartige Dinge versichere ich einfach gar nicht mehr. Macht sowieso eigentlich nicht wirklich so viel finanziellen Sinn. Und auf der anderen Seite nutze ich die Dinge eh relativ sorgfältig und ziemlich lang. Also mein letztes Handy, glaube ich, hatte ich 4 Jahre oder sowas. Und wenn es dann halt kaputt ist, dann kann ich es aus meinem Notgroschen ersetzen und das passt vollkommen. Dementsprechend muss ich solche Dinge auch eigentlich nicht wirklich versichern. Rentiert sich sowieso eigentlich nicht. Also jegliche Formen an Versicherungen, die nicht so diese absoluten Grund- und Basic-Versicherungen sind, haben wir eigentlich komplett gestrichen. Okay, das war es dann auch erstmal mit meiner Liste. Ich habe mir schwer getan, sie knapp zu halten, aber ich glaube, das ist mein kürzestes Video bisher. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dir vielleicht ein bisschen geholfen oder Inspiration gegeben. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, für welche Dinge du kein Geld mehr ausgibst. Ich freue mich immer über Inspiration. Vielleicht kann ich ja von dir da noch was lernen. Das wäre schön. Und ansonsten vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.